Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Pioneers of Pagonia. Jo, wir haben jede Menge zu tun. Wir brauchen für diesen Bereich hier noch einige Wachtürme, damit wir hier unsere, wie heißen sie nochmal gleich, Draufgänger, einfach nicht merken, die Draufgänger unterkriegen, um mit den Werwölfen fertig zu werden. Da würde ich mich gleich erstmal um den Bau der betreffenden Wachtürme kümmern wollen und so. Wie sieht es hier eigentlich aus? Habe ich genügend Bergleute? Personaltechnisch, wie sieht es mit entsprechenden Spitzhacken aus? Sind 9 an der Zahl. Der Entdeckerposten. So, da ich das Gebäude deaktiviert. Da würde ich dann vorschlagen. Ich setze mal hier einen Fokuspunkt, wenn das geht. Den setze ich dann mal hier so hin. Und ich aktiviere das Gebäude wieder. So, Entdeckerposten ist am Start. Wir haben hier mittlerweile dann auch unsere Wachen rum existieren, das ist auch nicht verkehrt. Dann können die sich das Gebiet entsprechend unter ihren gierigen Fingern reißen. Gut. Hier wird schon eifrig nichts getan. Kohle ist hier glücklich angekommen, das ist schön. Silber wird jetzt erst demnächst abgebaut. Die Leute sind dann noch auf dem Weg. Cool. Wir benötigen ganz viel Personal. Achso, ja, ganz viel Personal, ja, aber hier ist das nicht richtig. Das ist das, die Abenteuerbilder. Ich gehe hier schon mal direkt auf 20. Was soll der Geiz? Was wir haben, haben wir. So, der Wachturm ist fertig. Dann würde ich direkt einen weiteren Wachturm in Auftrag geben. Den bekäme ich da so hin. Hier bekäme ich ebenfalls einen hin. Vielleicht sollte ich so ein bisschen auch so ein bisschen so ein klein wenig so im Verborgenen agieren. Im Verborgenen in Anführungsstrichen. Setze erstmal hier noch einen hin. Auch da brauche ich dann entsprechend Draufgänger. Nee, die Leute nicht. Genau, das wären dann nochmal 10 Draufgänger, die hier entsprechend stationiert werden sollen. Muss ich mich um irgendwas Besonderes kümmern? Bauarbeiter sollte ich ausbilden. Rekrutierung und Werkzeug und Rucksackherstellung. Jetzt haben wir abgeschlossen, erfolgreich. Ja, mit dem Silbermünzen, das wäre dann der nächste Punkt. Diebe. Ich werde hier von Dieben angegriffen. Das ist nicht gut. Okay. Meine Leute können sich einigermaßen durchsetzen. Das ist gut. Was ich mit der Holzhütte? Warte mal. Holzverarbeitung, Holz und Stein. Wie sieht es überhaupt aus? Steinmühle eine, die reicht in der Regel. Steinmetze. Boah, mit 2 bin ich da einigermaßen gut dabei, glaube ich. 3 Steinbrüche ist einigermaßen in Ordnung, was aus. 2 Sägewerke, 5 Holzfällerhütten. Davon ist eine diese. Ich habe eine Münzbrigerei, die aktuell nichts zu tun hat. Gut. Etwas wurde gestohlen. Das ist der Dreist. Wie sieht es hier aus?
8 plus einer. Moment. Abenteuergilde, da sind noch zwei, die rekrutiert werden sollen. Entsprechende Fackeln sind unterwegs. Der Steinmühle kann ich da nichts machen. Mit der Holzwerkstatt eventuell schon mehr. Und da sind noch weitere 10 Fackeln in Arbeit, sehe ich gerade. Also zumindest in Auftrag gegeben worden. Gut. Die Rüstungsschmiede. Ja, da ist natürlich jetzt Handlungsbedarf. Bitte mal von beiden Zehen. Waffenschmiede. Wie sieht es bei der Waffenschmiede aus? Wir hätten Eisendolche noch in Arbeit. Es müssten aber schon bereits einige Eisendolche in der Abenteuergilde angekommen sein. Das ist nicht der Fall. Warum? Klingentänzer wären das. Ne? Die anderen, die brauchen hier, der braucht schon Stahl und der braucht alles Mögliche. Ich würde hier mal so auf 10 Klingentänzer gehen. Oder habe ich schon irgendwie hier im Militärcamp rum existieren? Nee, da ist noch nichts angekommen. Jo. Du, was ist hier mit den Eisendolchen? Der kann Eisen? Doch, schon. Nicht viel, aber immerhin. Meine Leute haben wieder Spaß mit Dieben. Nee, mit Banditen. Was will ich das jetzt nicht unbedingt nennen? Gut. Waffenschmiede? Wie kann gar nicht sein. Ah, Silberding. Okay. So, 10. Nee, du machst nicht 10. Du machst bitte schön hier. Du machst direkt 30 von den Dingern. Egal wie viel Silber du hast. Die sind wir erstmal hier als Auftrag gegeben. Diese Kohletagesstätte hat keine Kohle mehr zum Abbauen. Dann würde ich diese ganz gerne deaktivieren. Das heißt gerne, notgedrungenerweise. Ich da keine Kohle mehr habe, ist natürlich nicht so schön. Da existieren irgendwelche Banditen rum. Da ist noch so ein bisschen Kohle und Kalkstein zu finden. Wie sieht es hier aus? Da wird gewerkelt. Das ist cool. Das sieht nicht schlecht aus. Okay. Aber hier ist, glaube ich, noch nichts angekommen, ne? Nö. Gut. Ja, die Ressourcen. Das ist ja hier so eins der Hauptprobleme, ne, dass wir hier diese Ressourcenknappheit haben. Hier habe ich jetzt hier ist mit Eisen nichts mehr. Oha, das ist komplett weg. Oha. Das ist gar nicht gut. Ja, Gebäude nicht nur deaktivieren, sondern Gebäude direkt einreißen. Leider Gottes. Alles los. Die Diebe, die sind ganz schön rabiat. Ne? Die sind ganz schön rabiat. Ja, Ressourcen. Das ist, da ist noch ein bisschen Kupfer, da ist ein bisschen Stein. Kohle ist absolute Mangelware, glaube ich. Hier ist noch Stein, da ist noch Stein. Wir brauchen Ressourcen, und zwar schleunigst. Wir brauchen schleunigst Ressourcen. Wir haben hier einen Berg um existieren. Ein Geologe. Kann ich Geologen in Auftrag geben, rekrutieren? Und wenn ja, was brauchen die? Okay, hier finde ich die nicht. Wahrscheinlich in der im Gildehaus. Planierer, Zimmerer, Handelsträger, Baustellenträger. Aber ich sehe ja keine Geologen.
Warte mal. Ich soll ja auch hier noch Leute ausbilden, weil so die Bitte. Da könnte ich 5 von ausbilden, da auch. Rucksäcke. Habe ich noch genügend Rucksäcke oder müsste ich die, oder das geht. Da könnte ich sogar 10 von ausbilden, sehe ich gerade, wenn das richtig ist. Handelsträger, ich gehe mal auf 5. Ich würde die Schneiderei dann aber doch bitten, nochmal so 10 Rucksäcke zu machen. Vorsichtshalber. So. Lager entdeckt, gegnerisches Lager entdeckt. Okay, die sind dortens. Dann würde ich erst einmal hingehen wollen. Wo ist denn? Unser Entdecker Gedingsbumsbums. Warte mal, erkunden. Da. Ich pausiere dich erstmal, um in aller Ruhe dann zu gucken, wo würde es Sinn machen, die Alternativen zu schicken. Da haben wir ja ein Dorf. Das würde sich hier nicht unbedingt empfehlen, aber ich könnte die vielleicht hier hinschicken. So. Dann sollen wir das mal machen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Müssten wir nicht theoretisch die Möglichkeit haben, einen Geologen irgendwie losschicken zu können? Klick dir mal den Berg an, da tut sich nichts. Moment mal. Habe ich irgendein Gebäude übersehen? Garnison, Militärcamp, Entdeckerposten, ach, die Geologen. Ah, ich habe ein. Richtig, da war ja was. Ich habe ein Gebäude übersehen. Dann machen wir das doch mal so. Die brauchen Holz und Stein. Also in dem Fall Nadelholzstämme und ganz normalen Stein für den Bau einer Geologenhütte. Und die brauchen dann hier entsprechende Rationen. Nahrungsmittelrationen. Um sich verköstigen zu können. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Ich weiß, wir haben hier die Banditen rum existieren, aber es hilft ja nichts. Da hätte ich ein bisschen Kohle. Und da ich alles an Kohle irgendwie mitnehmen muss, was ich kriegen kann. Ich glaube, in dem Fall ist es sogar egal. Dann kann ich den sogar hier hinsetzen. Auch wenn ich das andere dadurch blockiere. Ein Weg dorthin. Mach das mal so. Angel mich mal hier so lang. So, dann können die demnächst ein bisschen Kohle da abbauen. Hier für ein Geschrei. So, Einheiten von Banditen angegriffen. Oh, ha. Es ist nicht so gut. Banditen gibt es hier an allen Ecken und Enden. Es ist mehr so semi toll. Ja, hilft nichts. Wenn ich da Banditen habe, benötige ich auf jeden Fall. Ja. Mittlerweile sollte ich es eigentlich wissen können, beherrschen. Ich mache hier mal ganz vorsichtig. 1 bis 2 von diesen Wachtürmen hin. Oder nee, ich gehe mal einen etwas anderen Weg. Wie wäre es denn hier mit einer Garnison? Kann ich das nicht aussprechen? Ich weiß auch nicht. Es ist immer noch erkunden und erobern und so. Ich setze hier mal so ein Riesenteil hin. Steht was drauf. So. Ein Weg tut Not.
So. Und der soll dann mal... ...25, aber hier direkt wieder ran, Soldaten. Aufnehmen. Beziehungsweise... Die Idee an sich wäre ja nicht schlecht, aber ich glaube, ich habe hier genügend Eisen. Dann muss ich das anders machen. Schweren Herzens. Nein. Ach, doch mal so. Ich nehme dann doch hier die Schwächeren, die Schwächsten, die ich habe. Aber zum einen habe ich davon ein paar Leute. Und zum anderen ist das die einzige Einheit, die ich mir, glaube ich, im Augenblick so erlauben kann. Immer so 20. Dann... Die Waffenschmiede hier ist noch beschäftigt, glaube ich. Hoffe ich. Du machst mal so 10 davon. Und dann brauche ich die Holzwerkstatt. So. Erst einmal. Okay. Warte. Augenblick mal. Ich setze, wo habe ich die Möglichkeit, das zu tun? So platztechnisch. Das ist ja auch immer so ein Punkt, den man da mit berücksichtigen muss. Plätze sind rar gesät. Dann würde ich Holzwerkstatt. Nein, hoch. Nein, ja, da ganz bestimmt. Da auch ganz bestimmt. Andere Gilde, Schmiede, Holzwerkstatt. Dann setze ich hier noch eine hin. Soll der Geiz. So. Wenn die fertig ist, dann kann die Fackeln produzieren. Sagen wir so 20. Okay, was ist hier mit los? Kohletagebau, die hat aber noch ein bisschen Kohle. Und dann wird die aber deaktiviert, weil, ne, dann bauen können die leider nichts mehr. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Und hier gehen hier die Rohstoffe aus. Und zwar ganz massiv. Die ist nicht gut. Holz ist sozusagen so der einzige Rohstoff, der reichhaltig vorhanden ist. Auch der einzige, der danach wächst. Alles andere, wenn man einmal weg ist, ist es weg. Dann ist nun mal so. So, wie sieht's hier aus? Okay. Hier habe ich 11 einfache Soldaten, ansonsten ist hier weiter nichts. Oh. Ich habe ein paar Verluste eingefahren auf meine Wachen. Die Soldaten sind glücklicherweise noch komplett behandelt. Das geht aber gar nicht. Nein, Amdos, die Wachen werden immer noch hier rekrutiert. Ich habe keine Speere mehr. Einen ganzen Speer. Das ist sehr viel. Noch ein gegnerisches Lager entdeckt. Was habe ich hier? Diebe. Natürlich. Was auch sonst. Aber hier waren doch auch Banditen.
In dieser Ecke existiert irgendwie alles. Vor allen Dingen alles, was ich nicht gebrauchen kann. Yeah, tolle Wurst. Ein Silbervorkommen wurde entdeckt. Das ist schön. Aber solange hier Banditen rum existieren, ist das mit denen, ja. Ich sollte vielleicht die Expansion ein bisschen einschränken. Ja, haltet euch mal da so ein bisschen auf. Woher habe ich die hingeschickt? Gut. Nein. Tue ich da jedes Mal, ich weiß auch nicht. So. Das mit den Banditen ist hier natürlich jetzt noch ein Problem. Gebe ich zu. Die Frage ist natürlich. Wie sieht das mit Eisen aus? Ja, die lieben Rohstoffe. Ich sehe alles Mögliche. Ich sehe nur kein Eisen, das ich weiterhin abbauen könnte. Da sieht es sehr, sehr mau mit aus. Aber Eisen tut Not. Da muss ich mich umtun. Ich hoffe, dass der Geologe oder die Geologen da fündig werden. Ansonsten könnte das hier ein bisschen schwierig werden mit Banditen und allen anderen Gegnertypen. Mein Hauptaugenmerk natürlich aktuell bei den Werwölfen. Die würde ich natürlich sehr, sehr gerne loswerden. Möglichst schnell. Okay. Aufgaben für weitere Folgen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, für eure Begleitung, für eure Unterstützung. Auch für eure, ja, doch reichhaltige Sehen, wie ich so mitbekommen habe. Vielen, vielen lieben Dank auch für deine Unterstützung, für dein Dabeisein, Folge für Folge. Freut mich sehr, brauche ich sehr. Ich würde mich natürlich auch wahnsinnig über entsprechende Rückmeldungen freuen, sei es in Form von Likes, sei es in Form von Abos. Das wäre natürlich super toll. Kommentare auch jederzeit gerne gelesen. Kritik ist auch durchaus, ne, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, möglich. Ja, man darf mich ruhig kritisieren in dem, was ich tue. Nur bitte nicht unter die Gürtellinie schießen. So, ne, das muss nicht sein. Konstruktive Kritik ist auch immer wieder gern gelesen, wenn ich irgendwie was falsch mache oder Dinge vielleicht nicht so angehe, wie es man vielleicht schlauerweise angehen würde. Ne, wie gesagt, alles möglich. Tobt euch aus. Ich lese die Sachen auch. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, irgendwie ihr schreibt und ich ignoriere das. Nein, es kann manchmal ein bisschen dauern, bis ich antworte. Kommt immer drauf an. Versuche so zeitnah wie möglich zu antworten. Reaktionen auf entsprechende Verbesserungen oder so, die ich hier durchführen soll, die dauern einfach naturgemäß durch die Vorproduktion. Ja, also da, wenn ihr euch heute die Mühe macht, mich auf einen Fehler hinzuweisen, dann wird die entsprechende Reaktion erst 3 Wochen später stattfinden, weil erst 3 Wochen später das entsprechende Video veröffentlicht wird, wo dann schon von mir entsprechend gehandelt wurde. So, ist aber gut. Ich bin weg. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.